Hier darf Markus an das Walkenraumdock. Eine unerwartete Gelegenheit hat sich aufgetan. Die Kolikoiden sind eine insektoide Spezies aus dem Inner Rim, die auf Technologie, Handel und Entwicklung spezialisiert ist. Ihr seid ihren minderwertigen Verwandten auf Balmora begegnet. Die neuesten Waffen und Kampfdroiden der Kolikoiden könnten für den Ausgang des Krieges entscheidend sein. Ich will diese Waffen für das Imperium. Was für Kriegstechnologien bieten die Kolikoiden an? Flexible Schilde, Ionenkanonen, Jägerdrohnen und mehr. Bodenkriege könnten damit innerhalb von Monaten anstelle von Jahren gewonnen werden. Republikanische Vertreter sind ebenfalls sehr interessiert daran, Kolikoidenwaffen zu erlangen. Deshalb haben die Insekten einen Vorschlag gemacht. Sowohl republikanische als auch imperiale Stoßtrupps nehmen an einem Kriegsspiel teil. Die Kolikoiden verkaufen ihre Technologie exklusiv der überlegenen Seite. Was beinhaltet dieser Wettkampf? Die Kolikoiden haben als Austragungsort einen Asteroidenhaufen bestimmt, der tödliche Fallen und Herausforderungen enthält. Ihr werdet das Imperium repräsentieren und euch gegen die Maschinen der Kolikoiden wie auch gegen ihre Krieger behaupten. Die Insekten legen wenig Wert auf das Leben individueller Kolikoiden. Wenn ich für ein Publikum kämpfen wollte, wäre ich Gladiator. Warum sollte mich das interessieren? Die Bezahlung kann sich sehen lassen. Betrachtet es als Chance, zu beweisen, dass fortschrittlichste Maschinen eurer Genialität nicht gewachsen sind. Und versagt nicht. Wenn die Republik durch unsere Schwäche gewinnen sollte, erlangt sie einen technologischen Vorteil, der uns Hunderte von Welten kosten könnte. Hallo und herzlich willkommen, YouTuber. Damit haben wir schon mal das Markus Glatz jede Menge gesehen, aber wir haben auch gesehen, dass es hier um alles oder nichts geht in diesem kolikoiden Kriegsspiel, unter dem ich mir zuvor, vor dieser Besprechung, nicht wirklich viel vorstellen konnte. Aber anscheinend wird es wohl gegen die republikanischen Champions gehen und auch gegen die Maschinen der Kolikoiden, die sehr, sehr technisch fortschrittlich sind. Und damit wir das nicht alleine schaffen, brauchen wir auf jeden Fall erstmal eine schlagkräftige Truppe. Wir sehen uns, sobald sich diese gefunden hat. So, und da ist unsere Gruppe auch schon wieder zusammen. Zweiter Anlauf, denn hier gibt es in diesem Flashpoint etwas ziemlich Fieses und Gemeines. Und das macht auf jeden Fall für eine tolle Outtake-Episode, die definitiv nach der hier kommen wird. So viel habe ich von Instanz nämlich noch gar nicht gesehen. Der erste Encounter hat es nämlich in gewisser Weise in sich. Es ist eine Art Starship Trooper Durchhaltekampf. Allerdings nicht in Solo-Kampfformation, sondern man hat Geschütze zur Verteidigung. Problem ist, wenn alle vier Leute auf den Geschützen sitzen, heilt keiner mehr. Und irgendwann stirbt man einfach. Deshalb versuche ich jetzt mal meine Gruppe zu heilen. Denn anders funktioniert es nicht. Irgendwann sterben die Leute davon. Und das hier sind die Kolikoiden. Sehen insektenartig aus, auf jeden Fall. Hier sind jede Menge Vertreter, Hutten, wir haben Mandalorianer. Wir haben sogar die Republik hier mit Jedi-Vertretern. Und auch das Imperium sollte nicht weit sein. Ich habe das bloß gerade noch nicht gesehen. Okay. Das Ganze spielt auf einem Asteroiden, der ziemlich ausgedehnt ist und sogar ein klein wenig Vegetation hat. Oder einen schönen Himmel. Sieht aus wie ein Ölgemälde. Und da vorne sind die Kanonen. Hier liegen auch schon jede Menge gescheiterte Abenteurer rum. Und wir können uns wahrscheinlich dazu zählen, denn auch wir sind schon ziemlich oft gestorben. Aber jetzt haben wir zumindest einen Plan. Nach einem anonymen Tipp aus der Gilde. Wir sind in der Gruppe mit zwei Kopfgeldjägern, nachdem ein Dritter uns verlassen hatte. Ja, dafür haben wir einen imperialen Agenten eingeladen und auch ein Sith-Hexer wird uns mit seiner Macht unterstützen. Wir sind natürlich als Heiler mit dabei. Müssen wir nur noch warten, bis unser Kollege zu uns gefunden hat.
Wir alle hier haben die Instanz zum ersten Mal am Spielen. Deshalb haben wir auch so viele Probleme gehabt. Einer konnte es uns erklären, in etwa wie es funktioniert. Den Rest haben wir uns jetzt zusammengereimt. Wir werden schauen, dass wir es zustande bringen. Ich werde mich mittig hinstellen, sodass ich alle heilen kann. Am besten hier. Scheint eine sichere Position zu sein. Organismen. Ich bin Vernichter 6KA2. Ihre Bewerbung für diesen Wettstreit ist angenommen. Machen Sie sich bereit für den Kampf. Oh, okay. Eigentlich. Ich könnte ja noch mal ein bisschen in die Kanone gehen. Solange hier noch nichts großartig an Schaden kommt. Aber jetzt kommt ja schon der erste Schaden. Steigen wir aus. Aber auch kein Risiko eingehen. Wir versuchen es jetzt einfach mal auf diese Weise. Besonders cool finde ich die Episode 3 Musik im Hintergrund. Es gibt den Ganzen, dass die einen gewissen Touch. Okay. Wir müssen bloß aufpassen, dass uns unsere Teamkollegen uns jetzt nicht so einfach sterben lassen. Aber so wie ich das sehe, haben die in den Kanonen nicht wirklich mehr Verteidigung als wir hier draußen. Sie machen halt nur deutlich mehr Schaden. Splash Damage sogar. Ansonsten ist das Kanone abfeuern nicht wirklich herausfordernd. Es ist schlicht und einfach bloß ein Knöpfchen drücken. Also ob das unser System nicht stirbt, aus der Außerhaltreichweite. Weil ich mich auch ab und zu verstecken muss vor den Ranged. Das war nämlich die große Probleme, diese kleinen Mopsi können man theoretisch sogar packen, weil sie nicht so gefährlich sind. Sie brauchen eine ganze Weile, bis sie erstmal an der Kanone angekommen sind. Aber sobald sie erstmal da waren, diese Fernkämpfer haben halt den konstanten Schaden gemacht, der mich jetzt auch schon fast wieder auslockt. Ich hoffe, dass ich das unsere Gruppe und mich zusammenhalte. Bugs! Wie Starship Troopers. Auch wenn ich den Film nie gesehen habe, die Szene kennt man dann doch. Und können wir ihn heilen, retten? Wir müssen auf die Fernkämpfer gehen. Ich denke mal, das Problem, er greift die Fernkämpfer nicht an, die ständig auf ihn feuern. Unser Kollege hat jetzt arge Probleme, uns geht langsam die Hitze zu tragen. Oh ja! Kampftaktik sind sie immer noch am Leben. Kampftaktik? Wir haben es schon mit deutlich weniger Kampftaktik versucht und dann sind wir gescheitert. Das war jetzt schon sehr viel schöner. Ah, ein Glück. Aber das ist doch ein guter Tipp. Wuhu! Dann schauen wir mal, was uns auf diesem Stück Landschaft noch so entgegenkommt. Eine weitere Turret-Sektion. Kann man ja nur noch lachen. Okay, erstmal hochheilen. Das ist das Wichtigste. Sind wir durchgebufft? Wir sind teilweise durchgebufft. Machen wir es nochmal in den Chat. Organismen. Ich initiiere Herausforderungsstufe Pulsar. Sie werden nicht überleben. Wow. Okay. Dann heilen wir uns nicht durch, waffen nicht durch, sondern springen gleich wieder auf die Kanonen. Hier soll es recht sein. Wir packen das alles. Schön mit der Vision Range ein bisschen spielen. Ich glaube nämlich nicht. Ah doch, sie können durchschießen. Schade. Na na na. Musik gibt dem Ganzen, das ist wirklich hier etwas. Wow, das sind jetzt richtig viele. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt schaffen soll. Immer schön darauf achten, wer wirklich Schaden bekommt. Das ist eindeutig unsere Sissy dort. Wenn die stirbt, war es das mit dem Encounter, deshalb alles geben. Dafür ist unsere Hitze jetzt ganz oben und wir sind in den richtigen Schwierigkeiten. Ja, ein bisschen Autoschuss sind. Finger schon hochgehalten. Wir haben jetzt auch einen Notfallscan freigeschaltet. Die Endfähigkeit im Baum des Söldner und des Kopfgeldiger Söldners der Leibwache. Das ist ein Instant Heal. Macht ungefähr genauso viel wie alle anderen Heals. Aber was wichtig ist, der kostet uns keine Hitze. Und das ist beim Kopfgeldiger das A und O. Alles, was keine Hitze kostet, ist gut. Denn es ist hitzeeffizient. Heile mich mal auch selber ein wenig.
Okay, wir haben alle Bereiche gut abgedeckt. Wir können es schaffen, wir können es schaffen. Wir glauben an uns. Für das Imperium. Noch ein bisschen hiervon, noch ein bisschen davon. Fertig ist die Heilersuppe. Oha. Wir haben einen Riesen. Aber auch der geht zu Boden. Das Überleben widerspricht zahlreichen Berechnungen. Ihre Mitstreiter haben es nicht so weit geschafft. Unsere frühen Ichs auch nicht. Oh yeah. Hoffen wir damit, dass diese Sektion abgeschlossen ist und nicht so schnell wiederkommt. Zumal es von all diesen Instanzen noch Hard Modes gibt. Das kann ich mir dann ja bloß spaßig vorstellen. Oh, hier haben wir eine Kiste. Aber da jemand ein Momentchen geschrieben hat, werden wir noch ein wenig warten mit dem Lugen. Unser Tank- und Kopfgeldjäger meldet sich hoffentlich gleich wieder zurück. So lange können wir bloß um unseren Cis-Kreise laufen. Und die Erkenntnis des Tages für all jene, die jemals daran denken, eine Instanz zu machen. Ohne Heiler ist hier wohl nichts zu machen. Na gut, dann schauen wir mal, bis unser kriegerischer Kopfgeldjäger wieder da. Okay, wir sind wieder zurück und damit schauen wir mal, was diese ganze Sache uns letzten Endes wert war. Oh, eine Probe der feindseligen Macht. Etwas für einen Sith Inquisitor. Wir brauchen es nicht, wir machen nur G drauf. Anscheinend unser Sith Hex auch nicht. Das heißt, wir haben das alles umsonst gemacht. Oh, und hier haben wir einen geschädigten Gefechtsdruiden. Okay, wenn man... Angeblich ist es so, wenn man beide Sachen gleichzeitig macht, kommt man zwei. Vielleicht auch nicht. War aber dahin etwas veraltete Information. Angeblich war das so, dass man mal zwei erhalten konnte, wenn beide Plünderers gleichzeitig ausführen. Aber ein Gefechtsruhe ist auch schon mal etwas. Hätten wir auch eben schon gebrauchen können. So mal eine Automatikkanone. Wäre auch mal eine Erfindung nach 20.000 Jahren Raumkampf. Wir müssen mal aufpassen, dass die Hitze nicht über den Kopf steigt. Oh, ausgezeichnet. Ist anscheinend auch noch etwas blaues drauf. Hier haben wir die Simulation der Gefechtsdruiden. Okay. Ach, das ist interessant. Das sind nur solche Holo-Simulationen, so wie es ausschaut. Aber sie machen trotzdem ordentlich Schaden. Merkwürdige Mischung. Aber wie es auch schon haben die Kolikoiden hier jede Menge feine Technologie. Oder sie sind doch echt. Und sehen bloß so ein bisschen holomäßig aus. Wer weiß. Schauen wir mal, was hier drin ist. Willenskraft, nichts für uns. Dafür lenken wir unsere ganze Gruppe ab. Jetzt alle mit Looten beschäftigt sind. Oder Würfeln zumindest. Ah, dann wird das Ganze jetzt ja bestimmt sehr viel entspannter. So hektisch wie unsere Turret Section. Könnte man es ja schon fast nennen. Würde es auf jeden Fall nicht mehr werden. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich bin hier, um es rauszufinden. Mit euch zusammen. Mir. Weitere Gefechtsdruiden. Schauen wir mal auf die Karte, was uns hier erwartet. Sehr kleine Ausschnitte, um das Ganze zu sehen. Ha, das sieht so aus wie so ein großer Hindernis-Parcours. Mit anschließendem Kolosseum am Ende. Der Agentum-Kreuzzug hat als Kolikoiden-Station wieder aufgemacht. Unser Gefechtsdruide ist immer noch gut bei der Sache. Munter fleißig feuert er los. Wird gut aufgepasst mit dem CC, denn der Mob steht genau mittendrin, aber er kommt noch nicht raus. Zumindest nicht solange ich anfange, Schaden zu machen. Dann werden die ganzen AE-Effekte ausgepackt. Weil der Kopfgeldjäger fast nur solche hat.
schon gespannt, was uns hier alles noch erwartet. Die Droiden werden uns ja wohl nicht die ganze Zeit sein. Wie es sich anhört, ist auch ein Republik-Trupp noch irgendwo auf dem Parcours unterwegs. Keine Spieler natürlich als NPCs, wie wir sie schon mehrmals in den Instanzen beobachtet. Die Republik mischt immer mit, wo das Imperium versucht, einen Profit zu schlagen. Aber heute nicht, heute streichen wir den Ron ein. Endlich ja auch unser persönlicher Ruhmreich. Wieso ist unser Rechtsruhe jetzt im Grau? Das ist dann für uns nicht mehr lootbar. Das würde zwar Sinn ergeben, aber wir wollen ihn auch nicht angreifen. Ein Ruinenkampf. Bei unserer sieht aus, als würde er den noch locker in die Tasche stecken. Na gut, er ist ja auch alt und gerade noch repariert. Ein Fokus, das ist nichts für uns. Aber abbauen, das können wir. Das ist auf jeden Fall was für uns. Es ist toll, wie er so langsam, gemächlich hinterher trottet. Ja, nehmen wir es dir noch? Können wir nicht. Schade. Wir haben drei Plünderer dabei. Das wird ein schöner Kampf um die Ressourcen. Für den Rest der Instanz.